Hallo, mein Name ist Adisha Estrefi. Ich habe am Dienstag hier meine Ausbildung bei der Volksbank München-Gladbach angefangen und werde euch jetzt erzählen, was wir in diesen 2 Tagen gemacht haben und nehme euch jetzt einfach mal mit. Und zwar erstmal Richtung Fotosession. Ich bin ziemlich neugierig und gespannt. Die Kulisse sieht aus wie ein Tresor voller Gold. Auch das gehört dazu. Die Fotos sind für die Mitarbeiter, damit sie wissen, wer wir sind. Philipp meint, seine Entscheidung, Bankkaufmann zu werden, war goldrichtig. Am ersten Tag war natürlich die Nervosität ziemlich groß, aber die wurde eigentlich direkt genommen, dank der lockeren Atmosphäre. Auch waren alle Azubis ziemlich freundlich und man hat sich direkt hier wohlgefühlt. Auf den zweiten Tag habe ich mich schon sehr gefreut. Und ich muss sagen, wenn es weiter so geht, bin ich wirklich gerne hier. Wir fanden es prima, dass der Vorstandsvorsitzende Lothar Erbers viel Zeit für uns hatte. Ich fand im Gegensatz zu anderen Banken hier schon beim Assessment-Test die Atmosphäre ziemlich angenehm und gut. Aber auch war mir wichtig, dass ich nicht einer von vielen Azubis bin, dass man wirklich weiß, okay, ich bin Philipp Hennelkes und sich nicht in einer anderen Großbank fragt, okay, ist er jetzt wirklich Azubi oder ist er kein Azubi? Also das war mir schon wirklich wichtig. Ja, das Bankgeheimnis. Genau, das Bankgeheimnis. Ganz wichtig in unserem Beruf. Wir haben in diesen Tagen viele neue Dinge gelernt und auch jede Menge Tipps bekommen. Es ist schön, dass wir im Team so gut zusammenpassen. Stefanie spricht uns alle aus der Seele. Die Volksbank fasziniert mich gerade deswegen, ja, einfach allein auch dieses Genossenschaftsprinzip, einer für alle und alle für einen, dass man im Team arbeitet. Und was mich sehr positiv auch hier stimmt, ist halt dieses, ja, Gefühl, dass man hier aufgenommen ist, dass man nicht alleine ist. Das ist, was heißt, also sehr familiär. Auch das gehört dazu. In der Pause eine Pizza. Zeit, über Privates zu sprechen, aber auch über die eigenen Erwartungen, wie Daniel. Ich hoffe, dass ich viel lernen werde, in viele Bereiche komme und ja, das sind eigentlich meine Erwartungen. Voller Erwartung und neugierig haben wir uns jedes Mal aufs Neue auf dem Weg durch die langen Gänge der Volksbankverwaltung gemacht. In der EDV-Abteilung wurden wir schon erwartet. Dort wurde uns das bankinterne System erklärt. Das Ausbildungskonzept wurde vor allem von Edelbert Sangel entwickelt. Er hat sich auf uns gefreut. Es macht einfach ziemlich viel Spaß, immer wieder neu mit jungen Menschen zu arbeiten, zu gucken, wie die sich entwickeln, vielleicht ein paar Tipps zu geben aus meiner langjährigen Berufserfahrung, so ein bisschen weitergeben. Ja, ist eine tolle Sache. Heute war es besonders gut, besonders leicht auch für mich, weil ihr alle so toll mitgemacht habt. Man hat gemerkt, ihr interessiert euch für die Dinge, die wir erzählt haben. Wir haben ja ein paar Gruppenarbeiten gemacht, da wart ihr sehr engagiert, habt tolle Ideen mit reingebracht und von daher war das heute eine besondere Freude wieder. Der Ausbildungsweg ist zwar noch lang, aber ich bin sicher, dass wir ihn gemeinsam und mit Erfolg gehen.